Hallo meine lieben MechWarrior da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Battletech. Wir haben das letzte Mal Weldry befreit, das grausame Gefängnis des Direktorats, und haben da die grausame Entdeckung gemacht, dass da Raju, genauso wie viele andere, aufs Brutalste festgehalten und gefoltert worden sind, und Raju hat das Ganze wohl nicht überlebt. Aber mehr erfahren wir jetzt von Alexander Madeira. Come here, I'm so sorry. I know how much Mastiff mean to you. He was a friend and a mentor to us both. Also, im Grunde erfahren wir jetzt schon, dass er höchstwahrscheinlich gestorben ist, und es tut ihm leid, dass das zu Mastiff passiert ist, denn er war schließlich ein Mentor für sie beide, für Kamea und für ihn. Und auch für uns. He was more than that. The old man was like a second father to me, and my uncle condemned him to waste away on this rock. To die, wretched and broken in agony. Er war mehr als das, er war wie ein zweiter Vater für mich. Und mein Onkel hat ihn dazu verdammt, hier wie weggeworfen auf diesem Felsen in Agonie gebrochen zu sterben. A hero's story shouldn't end like this, nobody should. I knew Sir Raju longer than either of you. I'll avenge him, I promise you that. Die dritte Möglichkeit war, your cousin did this, Lady Victoria, she told him, she make him suffer. Ich nehme das erste, niemand sollte so sterben, schon gar kein Held. And yet, so many have. There's no coming back from that what I've witnessed here today. The scale of the Directorate's cruelty is unimaginable. Also, und so viele haben im Grunde dasselbe Schicksal erlitten. Es gibt kein Zurück für mich von an dem Punkt. Also ich kann nicht mehr wegschauen. Also im Grunde, es wird sie verfolgen, was sie heute hier hat für ein Leid erfahren, Leid sehen müssen. Die Grausamkeit, die das Direktorat an den Tag legt, ist unvorstellbar. What they've done about is monstrous. It's inhuman. Es ist unmenschlich. Es ist monströs, was sie getan haben. Our intel was wrong, Alexander. The iceberg isn't a prison, it's a meat grinder. Also im Grunde, es ist kein Gefängnis. Die Aufklärung lag falsch. Es ist ein Meat grinder, also ein Fleischwolf. Oder man könnte auch sagen, ein KZ, könnte man sagen. Gods, my own family is behind this. Sie stellt fest, weißt du, bei den Göttern, meine eigene Familie steckt hinter all diesen Grausamkeiten. Schämt sich im Grunde für sie. And what's left of mine has chosen to look the other way. It isn't an easy thing to wrap your head around, but try to remain focused. We are just liberated the Directorate's hostages. With a single blow, you shattered your uncle's hold on the Foundation houses. The prisoners you've set free are already calling you this sort of restoration. We need to spread this message all the way to the Coromandir to galvanize your supporters and weaken Espinosas popularity there. Also Alexander meint, dass wir im Grunde uns jetzt weiterhin auf die Sache konzentrieren müssen. Es gibt im Grunde, wir haben einen Weg eingeschlagen, und dadurch, dass wir die Geiseln des Direktorats befreit haben, haben wir schon mal dafür gesorgt, dass die Gründerhäuser im Grunde, die vom Onkel unterdrückt worden sind, jetzt in unserer Schuld stehen, und uns jetzt wird, wir werden jetzt schon, also sie wird besser gesagt, jetzt schon das Schwert der Erneuerung, the Sword of Restoration genannt, und wir müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass sich diese Nachricht, dieser Titel über ganz Coromandir verbreitet, damit wir die ganzen, wie soll ich sagen, Verbündeten oder alle Feinde von Espinosa, die Beliebtheit von Espinosa dadurch im Grunde, also weggalvanisiert wird, also im Grunde sozusagen die kleinen Teile wie sozusagen in einem elektrischen Effekt, wie kleine Ionen von ihm gerissen und auf unsere Seite gezogen werden. Galvanize your support, thus I like the sound of that, ganz genau. It won't be an easy process. For the last 3 years, those who love House Arano have been keeping their heads down. We won't break them on their overnight. Das wird kein leichter Prozess sein.
die letzten 3 Jahre waren alle, die das Haus Arano geliebt haben, haben den Kopf unten gehalten. Wir werden sie jetzt hier nicht über Nacht rauskitzeln können. In truth, the appreciable percentage of Coromandel's population supports Directus Espinosa. Die Wahrheit ist, dass ein beträchtlicher Prozentsatz von der Coromandel's Bevölkerung das Direktorat von Espinosa unterstützt. In centralizing power, he improved the quality of life on the throne world considerably, and people will forgive a great deal for security and comfort. Also das Problem ist halt, dass er halt quasi tatsächlich die Lebensstandards, so wie es aussieht, für einige wichtige Leute verbessert hat, und sie gucken gerne weg bei solchen Dingen, wenn das eigene Leben dadurch natürlich sicher und angenehm geworden ist. With our victory on Valenry, we'll have seen what happened to those who would not be bought or indoctrinated. Wir haben gesehen auf Valenry, was mit denen passiert, die sich nicht haben kaufen lassen oder nicht indoktriniert wurden. Those who refuse to kneel before a tyrant. Also, das betrifft alle die, die sich nicht vor ihm beugen wollten. We know what became of the people who were made to disappear, and soon enough the entire reach will know it too. Wir wissen, was aus denen wurde, die man hat verschwinden lassen, und wir werden dafür sorgen, dass das bald das gesamte Reich ebenfalls weiß. The momentum is on our side, Camilla. We need to take advantage of it. Also, wir sind jetzt gerade immer im Zug, und wir sollten definitiv diese Situation für uns ausnutzen. You're right. This isn't the time for hand-wringing, but Alexander, you didn't see what I saw out there, on the other end of the battlefield. Du hast recht, aber das ist jetzt hier nicht der Zeitpunkt des Händeringens, beziehungsweise oder des Klein-Klein, also ich weiß nicht genau, was das letztendlich das Handringen heißt, ich schätze mal, dass es des Händeringens ist, also oder des Diskutierens. Alexander, du hast nicht gesehen, was ich da draußen auf dem Schlachtfeld gesehen habe. The work crews all hunched and broken. Also die Arbeitergruppen waren alle, hunched weiß ich jetzt nicht, aber sie waren im Grunde gebrochen. Also die waren genauso erledigt wie die Leute, die hier eingesperrt waren. The graveyards, also die Friedhöfe, große Felder, Massengräber, die sich erstreckt haben, soweit das Auge sehen konnte. Every time I blink, I see it. The misery that was allowed. Fester hier. Jedes Mal, wenn ich auch nur blinzle, sehe ich das ganze Elend, was sich hier ausbreiten durfte. So, unser Hintergrund als Freelancer. I can picture it well enough. I saw my share of human misery when I was freelancing on the front. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe schon ziemlich gut gesehen, das menschliche Elend gesehen, als ich als Front-Freelancer unterwegs gewesen bin. Die andere Möglichkeit wäre, Espinosa is a monster, this confirms it, also es beweist, dass Espinosa ein Monster ist, oder we set the people here free. In the end, that's what matters. Wir haben die Leute befreit, am Ende ist es das, was zählt. Ich würde sagen, das nehmen wir auch. I am not certain that the people here will ever truly be free. Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen, die hier gewesen sind, wirklich jemals wieder frei sein werden. Take a good long look into the eyes of any of these prisoners. Do you know what you'll see? My uncle's legacy. A wound that will never heal. Schau lang genug den Leuten, die hier als Gefangene gewesen waren, in die Augen. Und was wirst du sehen? Legacy weiß ich nicht genau, was es jetzt exakt heißt, aber im Grunde ist es sozusagen die Macht ihres Onkels. Also diese Wunden im Grunde, die ihr Onkel geschlagen hat, werden niemals bei diesen Menschen verheilen. I'd do anything to spare these pure souls the hurt that he caused, but I can't. Ich würde alles dafür tun, um diesen armen Seelen das Leid zu ersparen, was mein Onkel ihnen angetan hat, meint sie, aber das kann ich nicht. Word of advice from an old veteran, Lady Arano, focus on something you can do. Also, ein Tipp eines alten Veteranen von Young Virtanen, konzentriert euch auf das, was ihr tun könnt, nicht auf das, was ihr nicht tun könnt.
Gebt uns einen Befehl. Sagt uns, dass wir irgendwas in die Luft jagen sollen. Verdammt nochmal, benutzt eure Vorstellungskraft. Der Schlüssel ist, etwas zu tun und einfach weiterzumachen. Danke, Chief Virtanen. Ihr habt eine gute Crew, Merp. I have a new assignment for you. Also ich habe einen neuen Vertrag für euch, beziehungsweise eine neue Aufgabe für euch. And a reward for your service. Und eine Belohnung für eure Dienste. The Argo appears on your view screen. She is in rough shape, but she appears to be spaceworthy. Also das Schiff, das wir gehoben haben, erscheint auf dem Bildschirm. Sie ist in einem ziemlich üblen Zustand, aber sie kann, so wie es aussieht, sich im Weltraum zurechtfinden. For decades, the wrecked side of the Argo was one of my father's most closely held secrets. Also vor Jahrzehnten war dieses Wrack, die Argo, eines der bestgehüteten Geheimnisse ihres Vaters. When I sent you to retrieve her, I meant for her to serve a symbolic purpose. Als ich euch ausgeschickt habe, sie zu bergen, habe ich es aus dem Grund getan, weil ich sie als aus Symbolgründen benötige. Ein Zeichen der Wiedergeburt und der Erneuerung. Emblazed with the Arano Cormorant for all to see. Also emblazed. Also ich glaube, erfüllt vielleicht. Erfüllt mit für das Arano Cormorant, das alle sehen können. I was naive. This is a time for action, not symbols. Also sie stellt fest, also dass sie so naiv gewesen ist. Das hier ist nicht die Zeit für irgendwelche Symbole, sondern für Taten. And so, Merp, I have decided that she will be yours to command. Und deswegen hat sie entschieden, dass wir sie kommandieren sollen. The Argo will serve as a new home and she will fly your mercenary banner. Lord Madeira will join you to act as a as my liaison. Also, die Argo wird unser neues Zuhause werden. Sie wird unser Söldnerbanner werden und Lord Madeira wird uns beitreten, um ihr Kontaktmann zu uns zu sein. And in return you will grow stronger, sharper, more flexible. Im Gegenzug dazu werden wir stärker werden, schärfer, also in dem Fall halt quasi gefährlicher und flexibler. You will hone your company to a razor's edge and that I will hold to the Directorate's throat. Also wir werden unsere Firma, unsere Söldnerfirma in eine Rasierklinge verwandeln, die sie dann dem Direktorat an die Kehle halten wird. In this case, congratulations, you've got yourself a Navy. Also Glückwunsch, ihr habt euch eine Navy geschaffen. Sounds good to me, Lady Arano. We'll transit to the Argos directly. Ja, ganz, ganz simpel. Gut gemacht, klingt gut. Da gehen wir gleich mal rüber. Guess I've got a new ship. Here's hoping she doesn't fall apart on me. Klingt so, als ob ich ein neues Schiff hätte. Ich hoffe bloß, dass sie nicht gleich auseinanderfällt. Ich bin hier mal richtig optimistisch. Sie hat eine Navy geschaffen. If that's settled, then please, Camilla, go back to the trike tent and get those wounds looked at. Wenn das also jetzt hier festgeschrieben ist, bitte, Camilla, geht zurück zu den Verwundungszelten, also zu den Ärzten und lasst euch eure Wunden versorgen. Die Bedingungen hier kann man definitiv als sanitär, als nicht steril hier bezeichnen. Und wir wollen definitiv verhindern, dass ihr hier an Tetanus sterbt. Our soldiers can tend to the wounded. Unsere Soldaten können sich um die Verwundeten kümmern. Wir benötigen euch stark für die Kämpfe, die noch vor uns liegen. Das werde ich, Alexander, aber nicht sofort. Versammelt die Leute unten im Hof. Es gibt etwas, was ich sagen muss. People of the Aurigan Reach, I am Kamea Arano, and I have failed you. For 3 long years, Director Espinosa has imprisoned and starved and murdered our people. And where was I? Hiding in a palace, light years away, building support.
planning. While the Directorate's secret police turned neighbor against neighbor, made your loved ones disappear, conscripted your children. I wasn't here. I didn't know. The crimes that I have witnessed here today are unforgivable. No doubt, Director Espinosa believes that the ends justify the means, that the Oregon Reach has been made strong. Well, I say that strength built on fear is brittle. The Directorate is a paper tiger, and I declare this restoration today to rally the true strength of our people, our resilience, and our freedom. Let Weldry be a call to arms. Join us, and together we will liberate the Founding Houses and retake Cormadir. Not because it is my birthright, but because the Directorate's crimes against you, the Oregon people, will no longer be tolerated. That is what I fight for, and I vow to fight for your freedoms to my dying breath. Ein echter Gänsehautmoment, wie ich finde. Das ist schon das zweite Mal und ich habe Gänsehaut. War auch schon im Stream so. Das ist echt der absolute Knaller, ey. So, da ist doch jemand, den wir kennen. Dr. Farah Murad. Hello again, my mercenary friends. Before you officially take possession of the Argo, I wanted to introduce myself in person. We'll never really got a chance to meet properly on Exilus. Also sie sagt im Grunde, Hallöchen, meine Söldnerfreunde. Bevor ihr ganz offiziell das Schiff übernehmt, die Argo, wollte ich mich noch ganz, ganz persönlich bei euch vorstellen. Wir hatten ja bisher leider nicht die Möglichkeit, als wir uns auf der Axiolus getroffen haben, uns persönlich kennenzulernen. So, hi, ich bin Dr. Farah Murad, oder nur Farah, wenn ihr das bevorzugt tut. Es ist schön, euch mal von Angesicht zu Angesicht kennenzulernen. Yeah, Doc. You too. I'm gonna call you Doc, by the way. You should probably go ahead and get used to it. Also, ja, Doc. Auch schön, euch kennenzulernen. Ich werde euch übrigens Doc nennen. Ihr solltet euch besser daran gewöhnen. It was impressive work you did, getting the Argo flying between you and me. I had my doubts. Es war verdammt beeindruckende Arbeit, dass ihr die Argo wieder zum Fliegen gebracht habt, zwischen euch und mir. Ich hatte so meine Zweifel. Ehrlich gesagt, die hatte ich auch. You shouldn't have seen what the Argo's interior looked like after a couple of hundred years of pirate occupation. Ihr hättet mal sehen sollen, wie die Argo von innen ausgesehen hat, nachdem dafür ein paar hundert Jahre lang Piraten eingezogen waren. Actually, I take that back. Genau genommen, das nehme ich eigentlich wieder zurück. If you'd seen what I saw, you would never ever have wanted to set a foot inside. Also wenn ihr das gesehen hättet, ihr hättet niemals freiwillig einen Fuß da hineingesetzt. Take it from me. The ship has been deluged from bow to stern and every meter of her has been hosed down with industrial grade disinfectant. The ship is clean enough to eat off. I swear it. Also im Grunde waren anscheinend überall Exkremente und was weiß ich was noch schlimmere Dinge da drin. Also im Grunde, sie hat von das gesamte Schiff von vorne bis hinten, von oben bis unten, komplett mit industriellem Desinfektionsmittel reinigen, putzen und auf den Kopf stellen lassen. So sehr, dass man tatsächlich von seinem blanken Stahl essen kann. Sie schwört es. Respectfully, Dr. Murad, I couldn't care less how clean the ship is. I lost a friend today. Bei allem gebührenden Respekt, Dr. Murad, es ist mir völlig egal, wie sauber das Schiff ist. Ich habe heute einen Freund verloren. Die zweite Antwortmöglichkeit wäre, danke, Farah. Ich bin mir sicher, dass wir das Ganze wertschätzen können. Die dritte Möglichkeit ist, sauber genug. Sauber ist gut, aber raumtauglich ist besser. Seid ihr sicher, dass die Argo bereit für die Action ist? Ich würde mal sagen, wir nehmen das Erste. Ja, Commander, das tut mir leid. Entschuldigung. Both for the flippancy of my tone and for what happened to your friend. Entschuldigung, muss kurz husten. Also sie entschuldigt sich im Grunde für beides. Also für den etwas respektlosen Ton, den sie an den Tag gelegt hat. Und
bisschen flippancy. Ich weiß nicht genau, was flippancy heißt. Also vielleicht den, ja nicht respektlos. Man kann schon als respektlos ansehen in Anbetracht der Sache, was ja gerade eben los gewesen ist. Und natürlich auch für den Verlust unseres Freundes tut es ihr leid. I guess I'm just excited. Also ich schätze mal, es liegt nur daran, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Das ist, man stellt sich nicht jeden Tag sozusagen als neues Crewmitglied dem neuen Eigner des Schiffs vor, der es nun sozusagen, nachdem man es gerade eben wieder frisch aufgebaut hat. Und wir können natürlich überrascht reagieren, wie ein neues Crewmitglied. Wisst ihr etwas, was ich noch nicht weiß? Dann die zweite Möglichkeit ist, hang on a second, Doc. This is my company and I decide who is and isn't on my crew. Also, eine Sekunde bitte. Ich entscheide hier als Eigentümer dieses Unternehmens, wer Teil meiner Crew wird und wer nicht. Und die dritte Möglichkeit ist, here, Dad Young, we are finally getting a shipboard engineer. Ich nehme einfach das dritte. Ich meine, warum da jetzt diskutieren? Ist ja echt schwachsinnig. That's good, because I don't have a clue how anything on this boat works. Also er findet es gut, weil er überhaupt keine Ahnung hat, wie irgendwas auf diesem Schiff hier funktioniert. Darüber hinaus ist er sehr, sehr beeindruckt über das, was sie hier geschaffen hat, dass das Ding überhaupt noch fliegt. Entschuldigung, mein Husten wird gerade eben schlimmer. Ehrlich gesagt, ist sie auch, so wie es aussieht, überrascht, dass das Ding hier funktioniert. Only a little, because I'm very good at... also sie ist allerdings nur ein bisschen überrascht, weil sie ziemlich gut darin ist, was sie tut. Aber, it was kind of touch and go there for a while. Weiß nicht genau, was das heißt. It was kind of touch and go there for a while. Also wahrscheinlich bedeutet das im Grunde sowas wie, dass es eine gewisse Zeit lang für sie so ein bisschen rumfriemeln gewesen ist. Exakt wissen tue ich nicht, was sie mir damit sagen will. Also letzten Endes ist sie halt einfach nur beeindruckt quasi, dass es am Ende doch noch irgendwie funktioniert. Oh, and Darius, I'm sorry about all the shouting back on Axilus. As it turns out, getting shot at by pirates puts me on edge. No hard feelings. Und sie entschuldigt sich noch quasi bei Darius dafür, dass sie ihn so angeschrien hat. Beschossen zu werden von Piraten scheint sie so ein bisschen an ihre Grenzen zu treiben. Man ist doch hoffentlich gut miteinander. Not at all. Keep this beast flying and you can yell at me as much as you want. Hell, I'm used to it. Welcome to the family. überhaupt gar keine negativen Gefühle. Solange sie das Ding hier am Fliegen hält, kann sie ihn, wenn sie will, den ganzen Tag anschreien. Er ist es ohnehin gewöhnt. Willkommen der Familie. Und auch das Ganze gilt natürlich auch für euch, Lord Madeira. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass wir mal zusammenarbeiten, aber ich bin froh, dass wir die Gelegenheit haben. Genauso wie ich, Mr. Oliveira. Über die Jahre im Exil hat mir Lady Arano erzählt, the great deal, about, hat mir eine ganze Menge über euch und eure Unternehmung erzählt. Und alles davon war ja, ziemlich gut, oder in dem Fall man könnte sagen, ziemlich beeindruckend. Even before the events of the coup, she knew about Markham's Marauders. Your assistance in her father's Fialdor campaign did not go unnoticed. Selbst die Geschichte davor, wusste sie von Markham's Marauders. Eure Rolle, oder besser gesagt, die Unterstützung, die ihr geleistet habt, als ihr, also Kameas Vater, die Fialdor-Kampagne durchgeführt hat, blieb ihr nicht unbemerkt. Oder ihm nicht unbemerkt. In dem Fall beiden, weil sie hat es ihm ja erzählt. So. Es war einfach nur ein Job, Lord Madeira. We only did what High Lord Tamati paid us to do. Wir haben nur das getan, für was der hohe Lord Tamati uns bezahlt hat. Still, it feels good to be appreciated and to know that someone out there still remembers Commander Merkins name. Aber dennoch fühlt es sich ziemlich gut an, wenn man wertgeschätzt wird und darüber hinaus, dass sich hier auch noch tatsächlich jemand an den Namen von Commander Markham da draußen erinnert.
You'll be welcome in addition aboard to the Argo, Lord Madeira. Oder, also wir heißen ihn willkommen. You're being remembered in the best that any mercenary can hope for. Also, wenn man sich an dich zu erinnern ist, das Beste, was einem Söldner passieren kann. This is all very heartwarming, but I want to see my new ship. Das ist alles sehr, sehr herzerwärmend, aber ich möchte verdammt nochmal mein Schiff sehen. Nee, ich heiße ihn jetzt erstmal hier willkommen. Thank you, Commander Bastard. Speaking of which, you'll have some time to break your new ship in, before Lady Arano is ready to move on Panzer. Dankeschön, Commander Bastard. Speaking of which, you'll have some... Wo wir gerade eben davon sprechen, es ist vielleicht Zeit, dass ihr euch mal das neue Schiff anschaut, bevor Lady Arano bereit ist, sich Richtung Panzer zu bewegen. She needs to consolidate our forces on Weldry and replace your losses with fresh volunteers. Sie braucht etwas Zeit, um sich zu konsolidieren und neue die Kräfte auf Weldry neu zu besetzen und die Verluste mit neuen Freiwilligen aufzufüllen. You remember her orders. Also ihr erinnert euch an ihre Befehle. You are to sharpen your company and grow strong. Also wir haben jetzt die Aufgabe, einfach jetzt unsere Unternehmung gefährlicher zu machen und stärker zu werden. And now that you have a mobile command center worthy of the title, I suggest that you use it. Und jetzt, daher ihr endlich ein Kommandozentrum habt, das den Namen auch verdient, gehe ich davon aus, dass ihr es auch benutzen werdet. I'll get you a fresh batch of contracts to look over, Lucky. Ich werde mal einen neuen Stapel an verschiedenen Verträgen heraussuchen, über die du mal drüber gucken kannst, Lucky. The whole Rimworld Periphery is our oyster now. We won't be limited by debts or travel restrictions. Exciting times, I've got to say. Die gesamte Rimworld-Peripherie ist nun mehr oder weniger unser Jagdgebiet. Also Oyster ist ja im Grunde die Muschel, ihr wisst schon, was ich meine, die Perle. Aber das bringt in dem Fall natürlich rein übersetzungstechnisch relativ wenig, deswegen sagen wir Jagdgebiet. Keine Reiserestriktionen mehr können und keine Schulden können uns jetzt mehr aufhalten. Das sind aufregende Zeiten. Dankeschön, Gehirn, dass du auch noch da bist. Aufregende Zeiten, würde ich mal sagen. You're telling me we've been cooped up in that one little patch of frontier damaged long. Was du nicht sagst, wir waren viel zu lange in diesem Frontier-Gebiet mehr oder weniger gefangen sozusagen. We'd better put that freedom to good use. It won't be long before Lady Arano comes calling. Wir sollten diese neue Freiheit ziemlich gut nutzen. Es wird nicht lange dauern, bis Lady Arano sich bei uns meldet. And how about it, Young? You excited? Also, und wie sieht's mit dir aus, Young? Bist du aufgeregt? Ich würde mal sagen, wir nehmen das Mittlere. Es wird nicht lange dauern. No, it won't. Also es wird nicht lange dauern, bis sie sich meldet. So, let's quick talking and go explore our new ship. There's an absolutely enormous mech bay in there and it's got my name written all over it. Naja, es wird nicht lange dauern, bis sie sich bei uns meldet. Wir sollten jetzt echt mal uns das neue Schiff angucken. Meine Güte, da ist eine riesige mech bay da drin und auf der steht mein Name drauf. Absolut richtig, Young. You all heard him? Take your stations, everyone. We are free against until Lady Arano calls for us and there's money to be made. Ihr habt alle gehört, bemannt die Station, wir sind frei, so lange bis zu dem Punkt, bis Lady Arano nach uns zu den Waffen ruft. Wir müssen bis dahin eine ganze Menge Geld machen. So, damit sind wir durch und jetzt gibt es hier noch die Argo-Upgrades, die gucken wir uns allerdings beim nächsten Mal an, liebe Leute. Es gibt hier eine ganze Menge Sachen, die wir uns angucken können. Lady Arano hat gesagt, wir sollen auf jeden Fall auch stärker werden, bla bla bla, das lese ich jetzt alles hier nicht. Wir haben jetzt hier noch einen weiteren Mech bekommen und wie gesagt, wir haben nicht den Platz, um all diese Mechs jetzt hier zu lagern. Aber wir werden es bald haben. Wir gucken uns beim nächsten Mal dieses Ding hier an. Ne? Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Ne? Tschüssi und
Ade.